Was heißt alt werden? Ja, was, ja, das ist eine schwierige Frage. Das, man weiß ja nicht, wann du alt bist. Nicht? Das ist ein Problem. Alle Demenzerkrankungen ist es auch bei der Alzheimer-Krankheit so, dass es zu Veränderungen im Gehirn kommt, die dazu führen, dass Nervenzellen in ihrer Funktion ausfallen. Das, was aber vielleicht wesentlicher ist, ist, dass es bei allen Demenzerkrankungen zu einem ABC-Syndrom kommt. Das A sind die Alltagsfertigkeiten, die weniger werden, die abnehmen. Das B aus dem englischen Behavior ist das Verhalten, also es kommt zu Verhaltensstörungen und zu einer bunten Reihe von psychiatrischen Störungen. Man sagt auch, dass die Demenz ein Chamäleon ist, das jede Form der psychiatrischen Störung imitieren kann. Und nur das C, also das letzte von diesen dreien ABC, das ist die Kognition, das heißt die Merkfähigkeit, das Denkvermögen, die Erinnerungsfähigkeit, die Auffassung, die Kritikfähigkeit, diese Bereiche des menschlichen Seins werden auch weniger. Was mir wichtig ist, dazu zu sagen, ist, dass wir heute Möglichkeiten haben, das medikamentös, zumindest bei der Alzheimer-Erkrankung, sehr günstig zu beeinflussen. Wir haben heute antidementive Medikamente zur Verfügung, die bei Alzheimer und speziell bei einer anderen Form der Demenzerkrankung, bei der Lewy-Körperchen-Demenzerkrankung, wirksam sind, sehr wirksam sind, nämlich die Merkfähigkeitsstörungen um 1 bis 1,5 Jahre, manchmal auch länger noch, verzögern können, zuerst über eine Zeit wirklich besser machen, dann etwa nach 1 bis 1,5 Jahren ist wieder der Ausgangspunkt erreicht, aber die vor allem die psychiatrische Achse, also diese B-Achse, die Verhaltensstörungen und die psychiatrischen Symptome werden bei gut antidementiv eingestellten Patienten einfach etwa um ein Drittel bis 50% reduziert im Verlauf der Erkrankung. Das ist das, was Angehörige und überhaupt Betreuende sehr entlasten kann, weil das ist der größte Belastungsgrad der Erkrankung. Das können wir heute beeinflussen, zum Unterschied von vor 15 Jahren, wo wir das nicht konnten. Bedauerlicherweise ist es aber so, dass höchstens 20% der Patienten überhaupt so eine antidementive Therapie erhalten. Ich habe mit Senioren sehr viel gearbeitet, also mit älteren Menschen. Ich habe eine regelmäßige Gruppe gehabt durch Jahre in einem Bildungshaus, wo ich immer wieder eine ganze Woche mit den Leuten beisammen war und ein Bildungsprogramm gehabt habe. Allerdings waren diese Themen weitgehend ausgeklammert. Ich kann mich gut erinnern, wir haben einmal eine Besichtigung von einem Altenheim auch angesetzt gehabt. Das war in einer relativ frühen Zeit und die Menschen haben das abgelehnt, die älteren Menschen selber haben das abgelehnt, die wollten das nicht sehen. Ich denke, wir müssten wirklich in der Erwachsenenbildung Wege finden und da scheint mir schon ein solcher Film eine gute Möglichkeit, um einfach breiter und natürlicher die Dinge ein bisschen anzureden und aufzuklären. Die Methode Validation kommt aus den USA, wurde von Naomi Feil entwickelt. Sie hat ungefähr 15 Jahre daran gearbeitet, bis sie so weit entwickelt war, wie sie jetzt ist. Es wird aber ständig an dieser Methode ein bisschen geändert und gefeilt. Und es ist wirklich so, dass die Methode eine lebendige Methode ist. Die Grundhaltung in der Validation ist so, dass wir nicht hergehen und denken, jetzt müssen wir was verändern, sondern wir bemühen uns, genau dorthin zu gehen, wo die Person gerade steht.
Wir sagen auch, in den Schuhen des anderen schlüpfen, für kurze Zeit natürlich. Das ist etwas, was man schon ein bisschen lernen muss. Sehen. Deine Brille gehört da rein, da. Heißt das, gehört da rein, da? Mhm. So. Wir helfen uns gegenseitig aus. Und natürlich bin ich auch, wenn sie einmal verzweifelt ist, dass wir ein bisschen reden, nachher ist es wieder leichter oder so. Oder dass sie einfach einmal weggeht, weil er läuft ihr ja und für sich immer wieder nach. Aber er findet sie nachher nicht immer geschwind. Dann ist sie halt bei mir da und dann geht es ihm wieder ein bisschen besser. Ich tue auf die Mutti warten schon so lange. Wo ist sie denn? Ja, wo Klagenfurt ist sie gefahren. Ich weiß nicht, wieso sie so lange nicht kommt. Ist sie schon zu bloß einkaufen gegangen sein oder was? Ja, sie ist schon mehr wie eine Stunde aus. Wir nennen das in der Validation Zeit- und Ortsverwirrt. Das heißt, er ist sehr desorientiert, kennt sich nur aus, wenn es gerade um ihn herum vertraut ausschaut. Der Mutti reden wir auf, das ist für ihn wie ein riesiges Labyrinth. Und er hat ja gesagt, wer das Haus gebaut hat, der gehört erschossen. Dass aber er das gebaut hat, das hat er heute schon wieder vergessen gehabt, Gott sei Dank. Oft ist es aber auch so, dass er vor der Toilettentür steht, aufmacht, da vor der Klotür aufmacht, zumacht, wo ist denn jetzt das Klo? Der findet es nicht. Oder als er vor der Küchentür steht und sagt, wo ist jetzt die Küche? Wie komme ich jetzt dorthin? Muss ich jetzt dorthin, rechts, auf, links, oben? Es ist so alles, ja. Er verirrt sich im Haus mehr als wie draußen, kommt er relativ kurz recht. Ja, haben die noch ein Western oder was? Du weißt, du ziehst die Jacken drüber an. Ha? Komm her, zieh die Jacken drüber an. Jetzt ist noch ein bisschen frisch im Schulter. So, die ist eh immer kalt. Die Angehörigen wissen sehr genau, was er kann und was er nicht kann. Und trotzdem ist es schwer, die richtige Balance zu finden, dass man nicht zu viel Hilfe gibt. Es muss das richtige Maß gefunden werden. Und das ist jeden Tag anders und auch zu jeder Tageszeit oder Nachtzeit anders. So dass es unmöglich ist, das immer alles richtig zu machen. Du, geht's aus bis zum Kohlmanns, weißt du, oben etwas da raus? Ja. Und ja, wo das Bankl ist, gehst nachher vorbei? Ja. Und beim letzten Haus draußen drehst du um und kommst wieder zurück? Ja, beim letzten Haus, die sehe Kohlmanns. Passt, super. Ja, war's super. Die Frau ist durchaus in der üblichen Rolle, die selbstverständlich jetzt noch erweitert ist durch das, was der Erkrankte braucht. Und hat aber doch eine gute Haltung, habe ich das Gefühl gehabt, beim Anschauen, dass sie ihm Verschiedenes, zum Beispiel das Spazierengehen, zutraut. Wir haben nur Angst, dass er einmal so genauso wie er bei der Hofeinfahrt, bei den Falschen einige, dass er einmal sich irrt und im Wald aufgeht beim nächsten Weg. Ich meine, wenn das passiert, nachher haben wir ein Problem. Da findet er nicht mehr hinter, das wissen wir. Ich halte die Sorge der Schwiegertochter, dass ein dass er verloren gehen könnte, nicht für unbegründet. Wenn es da geht, sozusagen, wenn es vom Gehen her möglich ist und er ein Stück in den Wald geht, wirklich nicht mehr zurückfindet, das würde ich bei dem Bild, bei dem Fortschritt für möglich halten. Und es ist gut, dass die so gut die Situation erkennt, dass sie sagt, das ist möglich. Weil ohne das Wissen von der Krankheit könnten wir mit ihm wahrscheinlich überhaupt nicht umgehen. Ich glaube, da war kein Zusammenleben nachher. Ja, es hilft dir nichts, er führt dir keinen Weg vorbei. Ich kann ja nicht davonlaufen. Ich glaube, dass da etwas ganz Wichtiges angesprochen worden ist, nämlich wirklich auch das Wissen über die Erkrankung. Ja, also, dass das für Angehörige, nicht nur für Angehörige, auch für andere, die irgendwie in die Betreuung mit eingebunden sind, eigentlich auch für behandelnde Ärzte, Allgemeinärzte, jedenfalls im Grunde für alle, die in die Begleitung mit eingebunden sind, ganz wichtig ist zu wissen, wie läuft die Erkrankung ab.
weil dadurch erst verstanden werden kann, was einfach Anteile der Erkrankung sind. Und ja, was man wahrscheinlich mehrfach, glaube ich, sehen wird, aber auch hier schon ein bisschen für mich spürbar war, ist, dass bei Demenzpatienten kann man nicht A sagen und B meinen. Ja? Die spüren das, das fällt sofort auf. Rückentwickeln tut sich nicht der alte Mensch, sondern der Alzheimer-kranke alte Mensch oder auch der jüngere Alzheimer-kranke Mensch, weil er die Hirnanteile, die er als letzte entwickelt, als erste wieder verliert, also in umgekehrter Richtung. Und irgendwann einmal ist die Kunstfertigkeit des Umgangs mit Schuhwerk dran. Morgen. Guten Morgen. Du, Mutti, könntest du bitte heute die Katrin holen fahren? Wir sind zu zweit in einem Pflegeheim. Das wollen wir ihn irgendwie nicht antun. Das wäre für ihn das Schlimmste, weg von daheim. Lieber, wenn es wirklich so schlimm ist, dass er einmal gewickelt werden muss oder so, meine, das ist ja Gott sei Dank noch hoffentlich in weiter Ferne, dann können wir uns ja wohl eine Hilfe ins Haus holen, die eben die Arbeit uns da ein bisschen abnimmt und uns da ein bisschen unterstützt. Aber ansonsten werden wir das sicher gemeinsam machen mit der Mutti. Und ich glaube, das ist auch im Sinn von der Mutti, das ist ihnen sicher sehr recht. Und ich werde sie da sicher tatkräftig unterstützen, das ist überhaupt keine Frage. Weil so viel Zeit, die wir immer haben. Also. Ja, und wenn ich noch was zum Besorgen habe oder wenn ich noch was brauche, schreibe ich auf. Denke ich nach, gell? Ist gut. Okay. Da mal da zu machen, ist ja kalt. Ja, machen wir zu jetzt. Ja. So. Abends mal schlafen gehen. Sie muss ihn fast komplett ausziehen. Er macht fast gar nichts selber. Und bei mir? Nachher sage ich, wie tust du denn? Ja, ziehst jetzt die Hosen aus. Mach das allein, ganz allein. Oder in der Nacht bei aufstehen und auf die Toilette gehen. Da muss sie immer mitgehen. Gell? Bei mir hat er es allein gemacht. Er hat nicht ein einziges Mal gerufen, komm oder hilf mir oder irgendetwas. Also habe ich alles nicht müssen. Ganz entscheidend hier dokumentiert das familiäre Umfeld. Das ist ein richtiges Netzwerk, das spürt man direkt. Und es ist auch einfach diese Herzlichkeit der Schwiegertochter im Verständnis für die Schwiegermutter und für den Schwiegervater so berührend und erwärmend geradezu, dass man sich denken kann, es könnte beispielhaft sein. Ja? Ja? Wie willst du? Ich will nicht ins Badezimmer. So kann ich wieder heraus aus der Wanne. Oder muss ich da ewig drinnen bleiben? Das ist gut, ne? Das ist gut. Das ist schon. Was denn? Ich möchte ins Bett und damit hat sie. Nein. Ja, lass mich in Ruhe. Ach Gott, noch einmal. Blödes Weibstück. Wenn man über Aggression spricht, das kündigt sich aber an. Wenn man genau zuhört, sagt er zuerst so einen Satz, der noch nicht so aggressiv ist, und der zweite Satz ist dann erst aggressiv. Also es ist eine deutliche Steigerung drinnen. Wenn die Betreuerinnen lernen würden, nicht so lange zu warten, bis er sehr laut ist, sondern gleich am Anfang das, was er sagt, sie sagen oder sie möchten oder so weiter, und das wiederholt mit einer sehr ernsten Stimme, dass er das Gefühl hat, er ist nicht ganz allein, er wird gehört. Mindestens ein Drittel der fortgeschrittenen Patienten hat zeitweilig heftige aggressive Zustandsbilder, und auch das gezeigte Beispiel ist ein sehr sanftes. Kann man schon einiges dazu tun, das auch zu beeinflussen, eben auch gerade durch einen validativen Zugang, und dass es doch auch medikamentöse Unterstützung braucht, um jemand das aus einer längeren Periode oder Entwicklung einer permanenten Aggression herauszubringen. Oh, das ist. Ja, das.
Also wenn der das richtige Gerät in der Hand hat, kann der wesentlich besser Messer schleifen wie ich. Und das wäre mein Zugang dazu. Schauen wir uns doch in all diesen Situationen bitte das halbvolle Glas an und nicht das halbleere. Und dann finde ich es toll, wenn jemand ein Messer so gut schleifen kann, wie es der sicher kann. Hätte gern von dem Herrn geschliffene Messer. Sagen, ist gewillt, Staub zu saugen und die Bewegung wird richtig gemacht. Es fehlt eben dieser Teil, den man ja dazugeben kann, dass es dann stattfindet. Und ist auch das Muster, wie Alltagsfertigkeiten bei Demenzkranken schon in einem mittleren, weil das ist maximal ein mittlerer Bereich, wenn nicht eher noch fast ein leichter Bereich, schon da ziemlich reduziert sind. Es funktioniert nicht wirklich, weil Teile dessen gekonnt werden, aber manches wesentliche Detail ihm nicht mehr gekonnt wird und braucht daher Begleitung. Ja. Aber immer wichtig, Menschen das dann auch tun zu lassen, was sie noch können. Also nicht aus der Hand nehmen den Staubsauger und sagen, um Gottes Willen, du kannst ja das auch nicht mehr, sondern Strom einschalten und sagen, jetzt geht's noch besser. Es ist ja unangenehm, sagt ja, wenn ich so blöd bin, ich bin ja selber so blöd. Aber gesagt, du bist gar nicht blöd, na, tun wir mal zusammen schauen, dass wir etwas finden. Und es ist ja auch, wir haben alles noch meistens wieder gefunden, über kurz oder lang. Dass man so kleine Sätze nicht ganz ignorieren soll, weil sonst lässt man die Person ganz allein. Mama ist weg, gell? Soll ich sagen. Das hast du schon dreimal gesagt. Hast du schon dreimal gesagt, ja, passt. Großes Problem, wiederholtes Fragen kommt wieder und bevor dieselbe Frage wieder gestellt wird, zu sagen, ah, weißt du übrigens, die Mama ist weg. Also sozusagen das Ganze umzukehren ins Paradox ist eine der wenigen Möglichkeiten und ablenken. Was anderes ist in Wahrheit nicht möglich im Umgang. Sind alle weg. Gerade vorher hast du es noch gewusst. Nein. Aber ich glaube, sie sieht in der Stunde, sie ist ja da. Ja, dann wird sie, glaube ich, gesehen, ja. Also das ist ein Symptom, bei dem sich auch gute Validierer die Zähne ausbeißen. Für mich entlädt sich da auch eine gewisse Aggression, die in ihr zu sein scheint. Ein Bild einer alten und sehr aufgebrauchten Frau, noch in der üblichen Kleidung alter Menschen mit der Schürze. Dann kommt auch ein bisschen ein Lächeln auf. Es ist wirklich schwierig, wie solche Menschen beschäftigt werden sollen. Das ist ein ganz verbogenes Handy. Ja, riecht es ein wenig. Riecht es ein wenig, wenn sie verbogen sind. Ja. Mach's ein wenig grad. Wären die schon grad, so, hä? Ja, wären die schon besser. Zieht das nur ein wenig in klein. Jetzt spreizt die Gräbeln wieder nicht. Zieht das nur ein wenig in klein. Ja, schau her, da. Und es macht ihr auch sichtlich Spaß und sie hat viel Energie, wie das Ganze begleitet wird. Von Nähe, also dass der Sohn sitzt daneben. Sie hat was zu tun. Das ist sehr wichtig, dass die alten Menschen irgendwie zwischendurch etwas zu tun bekommen, weil sie haben alle ein Bedürfnis, nützlich zu sein.
Und sie können nicht mehr richtig arbeiten. Und deswegen brauchen sie sozusagen kleine Aufgaben, die sie, wo sie was machen dürfen und können. Die Untersuchungen zeigen ja, dass im Großen und Ganzen Enkelkinder sich durchaus noch gern für solche gelegentliche Beschäftigungen mit ihren alten und erkrankten Großeltern hergeben und ins Gespräch kommen können. Besonders wenn sie eben dann in Gespräche über die Vergangenheit kommen. Und jetzt sage ich Ihnen, was man braucht. Die Entscheidung, jemanden zum Beispiel in ein Tageszentrum zu geben, die wird auch manchmal zu spät getroffen. Macht es lieber ein bisschen früher, bevor ihr selber ganz fertig seid und wartet nicht so lang. Diese Unterstützung, wo man sich selber einen Freiraum holt, sind sehr wichtig. Und auch für den alten Menschen, manchmal blüht er direkt auf, wenn er in eine andere Umgebung kommt, wo er wieder was anderes sieht. Ich denke mal, wahrscheinlich eher ein bisschen gefährlich, wenn sie in zu große Gesellschaften kommt. Sie scheint da in irgendeinen Seniorenclub da mitgenommen worden zu sein. Aber es war ja immerhin Familie um sie herum. Sonst ist es unter Umständen beunruhigend, wenn demente Menschen in zu große Gesellschaften kommen, genauso wenig orientieren, wie sie sich räumlich und zeitlich orientieren können. So können sie sich auch unter vielen Menschen schwer orientieren und fühlen sich in irgendeiner Weise bedrängt. Wenn das jemand nicht kennt, denkt sie, ja, mein ja, Gott, die Frau Schnetzer ist. Ich hätte es gerne gedacht, dass es. Die kommt ja noch und ist ja super benannt. Und ja, der fehlt ja nichts. Das sieht man ja nicht an, dass ihr etwas fehlt, oder? Und dass sie Hilfe braucht. Ja, da fragen Sie mich eigentlich zu viel, wo ich die Kraft hernehme. Ich weiß es nicht. Ich finde das alles selbstverständlich. Ich finde gar nicht, dass das ein besonderer Kraftauswand ist. Darum gehe ich am Nachmittag nicht weg, wenn ich auch könnte, weil er ist unruhig. Wozu? Also nehme ich den Mittwoch, weil er im Tageszentrum ist, als freien Tag und da gehe ich weg und mache ich das. Ne? Die Nachmittagsunruhe ist wirklich typisch. Es ist nicht immer so, aber der allergrößte Teil der Demenzkranken hat am späteren Nachmittag eine Unruhe. Dieser Umstand ist wichtig zu wissen und wäre auch etwas, was man in verschiedenste Betreuungsprogramme ein bisschen mit einfließen lassen muss. Was mich da besonders auch angesprochen hat, ist, dass sie sich bemühen, die Mutter noch verschiedene Verrichtungen im Haushalt machen zu lassen. Es ist ja eine Erkenntnis, dass gerade Haushaltsarbeit die von Demenzbetroffenen oder von Alzheimer betroffenen Menschen ein bisschen zur Ruhe bringt, dass sie sie erfreut und dass sie da eigentlich noch einiges wenigstens kurzfristig leisten können. Man sieht ja, wie energisch sie zum Beispiel die Kartoffel schält, als wäre sie eben noch in der Rolle der Hausfrau, in der sie jahrzehntelang sicher gewesen ist. Geschenkt. Das wird vor 2 Jahren sein. Das war vor 22 Jahren. Also. Mhm. Da waren wir 25 Jahre verheiratet. Was? Ja. Bist du schon so lange verheiratet? Ja. Schon, ja. Ein bisschen länger wie ich, gell? Ja. Meinst du das so? Ha? Wenn die jetzt gekränkt wäre, weil der nicht weiß, dass sie so lange schon verheiratet sind. Und unterstellt, dass sie länger verheiratet ist wie er. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Es ist alles viel einfacher, wenn wir darüber lachen können. Für uns alle letztlich muss es auch Informationen ganz viel geben über die Erkrankung. Da ist Information einmal da und Wissen ist einmal da die Basis. Das dann am Emotionalen noch einmal nachzuvollziehen, ist eine zweite Schwierigkeit. Aber ohne dem Wissen ist man gekränkt. Als erstes. Ja, aber dass das nicht der Fall war in dieser Sequenz, sondern dass die Gattin da sondern mitlachen konnte, ist was sehr, sehr Wichtiges.
Sie leben mehr im Hier und Jetzt und plötzlich im Damals und Dort. Und das springt so hin und her. Und manchmal ist es so, wie wenn zwei Folien sich decken. Und zwei Dinge, die sich eigentlich widersprechen, sind für diese Menschen gleichzeitig möglich. Und es ist für uns nicht logisch, das, was sie sagen, und nicht nachvollziehbar. Wenn man so jemand sehr oft korrigiert, dann erreicht man genau das Gegenteil, nämlich, dass sie noch verwirrter werden und noch konfuser und noch schlechter, als sie eigentlich so sind. Wenn man einmal weiß, wie so etwas funktioniert, also wie die denken, dann kommt man auch gar nicht auf die Idee, sie dauernd zu korrigieren. Ja. Super. Das habe ich sehr schnell. Gleich ein bisschen leichter. So. Und kann ich den Hut aufsetzen? Was denn, wie du machst? Ja, das Schöne ist auch nicht da. Oh, und wie? Da hat man gekauft. Das habe ich signiert. Für den Kleinen da. Das sieht zwar vielleicht jetzt nicht so toll aus, dass diese alte Frau eben in ihrer doch auch schon fortgeschrittenen Demenz hat, einen Automatismus pflegt, aber Gegenteil, ihr tut das gut, dieses Glätten von einem Stück Wäsche, wie auch immer. Und da geht es darum, nicht Automatismen zu verhindern, sondern es geht darum, wenn ein Bedürfnis nach Automatismen ist, leicht oder angenehm lebbare Automatismen, die mit den Betroffenen oder auch der Umgebung nicht schaden, zuzulassen, zu fördern eigentlich. Ich vermute schon, dass die Frau Hartl früher Schneiderin oder Näherin oder so etwas in der Art war. Das, oder das halt nebenberuflich gemacht hat, privat gemacht hat oder dergleichen. Also es, da muss es eine nahe Beziehung dazu geben. Was man hier sehr schön sieht, das ist das, was wir in der Validation nennen, sich wiederholende Bewegung. Das ist die Bezeichnung für jemand, der dabei ist, in Phase 3 zu gehen oder schon in Phase 3 sich befindet. Das ist, wo die Sprache langsam ein bisschen zurückgeht und der Mensch drückt sich mehr über Bewegungen aus. Mit der Zeit werden die Sätze immer kürzer und dann werden die Sachen, die man dann verstehen kann, auch immer kürzer. Und vielleicht verliert sie einmal ganz die Sprache. Das kann sein. Aber sie wird weiter wischen und falten und sich stimulieren. Diese Frau macht noch einen relativ geordneten Eindruck zunächst. Und dann spürt man geradezu über das Bild, ohne viel Worte, spürt man ihre Unruhe und eben dieses Kommen und Gehen, dieses immer wieder auf der Suche sein nach etwas. Wir wissen nicht genau, ist es rein motorisch oder sind da auch noch andere Elemente dabei. Das ist das am schwierigsten und eigentlich am ungünstigsten zu beeinflussende Symptom der Alzheimer-Erkrankung und überhaupt von Demenzerkrankungen anderer Art auch. Das Ungünstigste, was man dann gerade in der Situation dieser Vorarlberger Patientin machen könnte, wäre, Anti-Alzheimer-Mittel zu geben, wäre sehr sinnvoll, gar keine Frage. Antidementiva zu geben, höchst sinnvoll. Was aber sehr häufig dann gegeben wird, sind valiumartige Substanzen, sogenannte Benzodiazepine, valiumähnliche Substanzen. Und die haben den Nachteil, dass sie muskelrelaxierend wirken. Und eine Muskelrelaxierung in dieser Situation der Hypermotorik erhöht die Sturzgefahr enorm. Leider wird es dann oft mit anderen Arten von Psychopharmaka vermischt sozusagen in der Wahrnehmung. Man sagt, Psychopharmaka erhöhen die Sturzgefahr. Nein, das ist nicht wahr. Anti-Alzheimer-Mittel sicher nicht.
auch verschiedene andere nicht, auch Antidepressiva nicht und verschiedenes andere auch nicht. Aber diese häufigst gegebenen Valium-ähnlichen Substanzen, die schon gerade beim Demenzkranken. Von Hauzenbüchl ist immer noch Knittelfeld. Und dort waren. Und dort haben wir dann geheiratet. Ich habe ihn kennengelernt. Wie war das? Ah, das war interessant, ja. Man lebt zusammen, man macht alles zusammen, aber man merkt sich nichts. Man merkt sich nichts. Das ist jetzt so ein Beispiel, wie Alzheimer-Kranke oder überhaupt Demenzkranke manchmal Bonbons aus dem Ärmel schütteln, die sensationell sind. Also die bringt es ja so auf den Punkt, unglaublich. Die wir ganz anders bewerten würden, wenn wir nicht wüssten, dass er Alzheimer hätte. Ja, dann waren es einfach gute Bonbons. Gute Bonbons sind meistens auch lustig, sind, ja, haben einen Witz, haben ein Stück Humor. Das ist was Großartiges und das ist zu fördern. Ich denke, dass Alzheimer-Kranke in leichteren Stadien, leichteren bis mittleren Stadien, manche Kontrolle, die sie ihr Leben lang gehemmt hat, verschiedene Wirklichkeiten auszusprechen, das dann tun. Wirklich sehr, sehr knappe Wahrheiten sagen. Oder sehr verknappte Wahrheiten. Nicht die Wahrheit ist knapp, sondern die Mitteilungsweise ist knapp. Und die heute ist für etwas, was etwas in die Welt bringen ist. Die bringen es oft am Punkt. Und das hat einen Wert. Und das soll man ihnen auch sagen, denke ich, und auch rückmelden. Kommt zu. Alzheimer-Kranke können nicht schwindeln. Das ist nicht möglich. Weder im Pro noch im Contra. Über ein Kompliment von einer Alzheimer-Patientin oder einem Alzheimer-Patienten darf man sich besonders freuen, weil das ist sicher, ganz sicher so gemeint, wie gesagt. Man könnte vielleicht ein bisschen sagen, das logische Denken geht runter, aber die Fähigkeit, intuitiv zu reagieren, diese Fähigkeit verbessert sich bei verwirrten Menschen. Und das dürfen wir nie vergessen. Hochzeit, Toni. Was? Ja, steht da. Aber da sind die Bilder alle heraus. Schau, das sind alles die gleichen Bilder. Ja. Das ist von unserer Hochzeit. Aber wo die anderen sind, weiß ich nicht. Ja. Na ja, wenigstens etwas. Erst habe ich einen Zorn gehabt auf sie oder einen Hass auf sie. Aber jetzt bin ich so weit, dass ich sage, das ist vielleicht meine Lebensaufgabe oder auch eine Art Prüfung für mich. Und ich schaue, solange ich kann, bin ich mit ihr lieb und schaue auf sie. Weil sie ist ein Geschöpf, die eigentlich auch nichts dafür kann für ihre Zustände. Ich glaube, wir müssen das wirklich zulassen, dass solche Partner oder solche hilfeleistende Familienangehörigen auch über ihre Gefühle so offen reden. Und dann aber eben doch auch zeigen und sagen, ich habe mich entschlossen, das anders zu sehen. Ich kann das jetzt anders sehen. Es ist eine Krankheit und ich will lieb zu ihr sein. Nein, wir haben ja von der Hochzeit extra Bilder, eine ganze Menge. Der Angehörige oder Betreuende tritt bis zu einem gewissen Grad, besonders wenn es eine länger dauernde Begleitung und Beziehung ist, tritt er ebenso in einen Prozess ein. Und kommt zu Phasen, ganz ähnlich wie es die Krankheitsphasen sind. Nicht? Diese Hilflosigkeit, dieses Aufbegehren, dieses auch das Gefühl zu haben, ich bin an der Grenze. Ich gehe um 6 Uhr aus dem Haus. Nicht? Und keine besonderen Vorkommnisse sind, kann ich bei ihr noch hineinschauen. Und ist in Ordnung, gehe aus dem Haus, riecht alles zerrt am Tisch. Um 8 Uhr oder was kommt die Pflegerin. Nicht?
Ja, die macht dann Körperpflege mit ihr. Da ist die Rolle des Betreuers eine männliche und das ist sehr erfreulich, dass wir spüren, dass dieser Sohn wirklich um seine Mutter bemüht ist und dass er sich eigentlich kaum beklagt, aber er hat auch ganz was Wichtiges getan, er hat sich Hilfe geholt. Wenn man die Zeit überbrücken kann, wo er in der Arbeit ist. Ich glaube, 2 Jahre betreuen wir es schon, ungefähr. Ja, bleibt der Schädel, das Rennst und den Käse rein. Sie hat sich noch nicht wirklich großartig verändert seit der Zeit. Macht den Eindruck, dass er recht zufrieden ist. Ja, wo willst du hin? Wir wissen, dass Tiere eine ganz wichtige therapeutische Rolle übernehmen können. Sie müssen entsprechend hygienisch gehalten sein, dass da keine Gefahr besteht. Aber da ist wahrscheinlich ein bisschen weniger Hygiene und ein bisschen mehr Wärme und Liebe und eben Zugehörigkeit wichtiger. Lass ihn warm aus. Frau Hartl, ich geh wieder. Gell? Ich geh wieder. Wer geht wieder? Ich geh jetzt wieder fort. Wo gehen Sie denn hin? Ja, in die Arbeit. In die Arbeit? In die Arbeit geh ich. So. Aber ich komm eh wieder. Gell? Bitte? Ich komm eh wieder. Ja, ja. Bald. Bald. Vierte. Ja. Also bei dieser Dame ist es schon eine sehr individuelle Lösung. Weil, wenn ich das richtig verstehe, ist eigentlich relativ viel allein. Obwohl der Sohn alles tut, was überhaupt nur denkbar und möglich ist. Sie ist trotzdem gut aufgelegt. Sie kommuniziert gern, sie witzelt, sie schaut alles andere als depressiv drein. Man muss aber schon sagen, eigentlich um den Preis der Jahre dieses Sohnes. Ja. Da kann nicht viel mehr überbleiben für den. Ja, ich sage in der Nacht, aber habe ich das Glück, muss ich sagen, ich lege es um 8 Uhr nieder. Mein Schlafzimmer grenzt gleich an ihr Zimmer und das passiert relativ selten, dass ich in der Nacht aufstehen muss. Ich meine, wenn ich selber mal munter bin oder was her, dann schaue ich halt einmal um. Im Großen und Ganzen funktioniert das. Man kann in einer Angehörigenberatung, wenn es die Möglichkeit für diesen Menschen gibt, solche Beratungen wahrzunehmen, was auch mit ihm zu tun hat, aber was auch mit dem Angebot zu tun hat, ob es das überhaupt gibt. Ja? Man kann ihn immer wieder fragen, was mit seinem Leben ist. Man kann ihn einfach daran erinnern und auch formulieren, dass jemand schon so viel gemacht hat und dass es jetzt auch Möglichkeiten zunehmend geben muss, dass er auch ein Stück vom eigenen Leben wieder für sich selber in die Hand nimmt. Hartl und seiner Mutter, glaube ich schon, dass neue Pflegemodelle, die es bereits in Entwicklung gibt und eigentlich auch real gibt, mit zusätzlichen Unterstützungsmodellen ein Mehr an Freiraum für ihn auch wirklich möglich machen müssen. Nein, das wollen wir nicht. Nein, die nehmen wir noch geschwind. Nein, das wollen wir nicht. Dann tut der Fuß wieder weh, weißt du? Einen ganzen Tag habe ich eigentlich nie. Wo ich sagen kann, ich kann mit ruhigem Gewissen weg. Das ist das Einzige, wenn ich unter der Woche, wenn ich einen Tag Urlaub habe, aber habe ich eigentlich erst einmal gemacht. Da bin ich mal einen halben Tag ins Bad gegangen. Im Endeffekt, so richtig reden kannst du eigentlich mit niemandem drüber. Und ich glaube, es ist ja vielleicht nicht unbedingt das Beste, wenn man zu viel drüber redet, weil dann kommt man vielleicht einmal ins Selbstmitleid auch. Ich mein, haben wir sie mit. Ja, wenn Angehörige Burnout haben, dann sind sie selber Patienten geworden. Streng genommen gibt es zwischen Burnout und Depression Unterschiede. Aber in Wahrheit ist es das Vorzimmer der Depression. Es ist ein Begriff, mit dem wir das psychiatrische Zustandsbild der Welt besser verkaufen können. Das darf man eher haben als eine Depression. Die Mutter hängt natürlich völlig von ihm ab, diese Abhängigkeit, die ja bis zu einem gewissen Grad auch gegenseitig ist. Es wird eine große Leere in seinem Leben sein, wenn die Mutter nicht mehr ist. Kann man gar nicht richtig sich vorstellen, wie das dann weitergeht. Da meine ich ein bisschen waschen. So. Beispiel wie bei den Hartls ist es von ungeheurer Bedeutung, wie hoch da die Pflegegeldstufe ist, die zuerkannt wird. Wenn die um 2 Stufen zu nieder ist, dann sind das viele Betreuungseinheiten weniger, die dadurch möglich werden. Wobei das Pflegegeld an sich nicht so definiert ist, dass es Betreuung und Pflege völlig finanziell ersetzt. Die Mehrzahl der Angehörigen
zahlt noch einiges dazu und drauf. Aber zwei Stufen weniger, das sind einige hundert Euro. Da wird es dann unter Umständen schon wirklich eng, nicht? Weil es ein Unterschied, ob der Herr Hartl zweimal zwei Stunden pro Tag Unterstützung hat oder zweimal fünf Stunden pro Tag Unterstützung hat. Da fällt mir dazu ein, dass es etliche Patienten gibt, die in so einem Zustandsbild eine Pflegegeldstufe 2 kriegen, klagen müssen mit aller größter Mühe auf Pflegegeldstufe 3 und in Wirklichkeit ist das ohne Frage eine Pflegegeldstufe 5. Das braucht man sich nur vom ganzen Ablauf her anschauen. Das ist ein häufiger Konfliktpunkt, der für viele Angehörige große Veränderung bringen könnte, wenn das gelänge. Oh, der Toni ist da. Ja. Man war nichts los heute. Kalt. Kalt, kalt. Kalt, kalt, kalt. Ja. Das Miteinander alt werden, das ist doch ein Geschenk der Natur. Und wenn man noch dazu einen Partner hat, was will man noch mehr? Das ist doch das Schönste. Ja, das ist ein Wunsch, dass wir weiter mit zusammen leben können, so lange als möglich. Und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und kann auch früher sterben als wie meine Frau. Und dass man dann eben das auch akzeptiert. Es ist schon sehr zu spüren, wie dieser Partner, der doch schon in einem höheren Alter ist, wie er doch auch unter seiner Last, seiner Aufgabe leidet. Suppe kochen. Die Maria und der Toni sind für mich eine besonders berührende Kombination. Die Maria ist auf Handlungsebene eigentlich schon recht eingeschränkt. Und ich denke Dinge, die sie wohl einmal gut konnte. Was für eine Schüssel nehmen wir? Was? Da schau, da ist schon die Schüssel. Hier, meine. Willst du noch ein bisschen Öl drauf haben aufs Gemüse? Ja, bitte. Und sie hat ihn sehr gern und drückt es auch aus. Dass sie ihn so lieb anschaut, das ist selten genug bei einer doch sich entwickelten Alzheimer-Demenz. Und viel wichtiger, ob sie noch die Abfolge für ein Schnitzel zusammenbringt. Ein bisschen ist es schade, dass er sehr diese Sachen sozusagen gemerkt hat und gespürt hat. Aber vielleicht wäre es besser für ihn und auch für die Maria gewesen, wenn er sich mehr auf dieses Emotionale konzentriert hätte. Gut abgemacht. Wenn ich ganz genervt bin, dann lege ich mich entweder hin, ich mache irgendeine Meditation, dass ich mich beruhige. Oder ich lese etwas, oder ich stelle mir vor, das müssen unvorstellbare Kräfte sein, die das ganze Universum da regeln und auch die alles beobachte. Und ich fühle mich eigentlich mit dem eins. Und das hilft mir dann viel. Wichtig ist, dass die beide einander haben, beide freuen sich, dass sie den anderen haben im Alltag. Und trotzdem ist es sehr, sehr wichtig, dass der Partner eben auch seine eigenen kleinen Pausen sich gönnt. Und das kann er hier sehr gut, er macht das sehr bewusst. Und wir können das nur bewundern und ich kann jedem raten, auch für sich selber etwas zu finden. Das kann man nicht von wem anderen lernen. Das muss man für sich selber finden.
Meine Kinder haben gemeint, ich soll hier schlafen und die sollen sich kümmern. Aber das will ich gar nicht, weil er braucht die Nähe, wie sich herausgestellt hat. Allein die Gewissheit, dass ich daneben liege, hat ihn so wahnsinnig beruhigt, dass er in ein paar Tagen eigentlich wieder gesundet ist, wenn man so will. Man kann nicht jahrelange Gewohnheiten oder Rituale plötzlich ändern und das spürt sie. Ja, das ist gut, angenehm. Es ist so, dass im Laufe einer Demenz der alte Mensch langsam das Gefühl verliert, wie der ganze Körper zusammenhängt. Das heißt, wo ist das linke Bein, wo ist das rechte Bein? Das geht mit der Zeit mehr und mehr verloren. Und das, was eigentlich sein Ich ausmacht, wo er immer weiß, ja, das bin ich, das ist der Kopf und das Brustbein und das, der Nacken, also dieser obere Bereich. Und wenn er immer wieder ein bisschen berührt wird, so wie hier im Gesicht, dann tut ihm das unglaublich gut. Es ist auch eine Stimulation für sein Gehirn, wenn er sozusagen sich selber wahrnimmt. Finanziell entlassen tun mich meine Kinder, Gott sei Dank. Die überweisen mir Geld auf die Bank, ohne viel zu reden. Und ich kann dadurch meinen Verpflichtungen nachkommen. Tatsächlich ist es so, dass Demenzbetreuung natürlich auch eine Frage der Geldressourcen, der finanziellen Ressourcen der Angehörigen ist. Ja. Das ist schon sehr unterschiedlich, was dann möglich ist und was dann nicht möglich ist. Ich glaube, das haben wir aufgerufen, das ein bisschen besser zu verteilen. Ein Apfel auch und dann Cornelia, dann tust du halt mit ihm ein bisschen spielen und erst wenn um 9 Uhr die Roxana kommt, geht's einkaufen. Der alte Mann geht am Gehsteig und hat links eine junge Frau und rechts eine junge Frau. Und er hat keine Ahnung, wo sie hingehen. Aber er fühlt sich pudelwohl, weil mit zwei jungen Damen spazieren gehen, das kann ja nicht schlecht sein. Möchten Sie mit mir gehen zur Bäckerei? Ja. Möchten Sie mit mir gehen zur Bäckerei? Wo? Ja, oben. Was, da oben? Na, oben. Na. Ja. Ah, Sie sind heute witzig. Schauen wir mal. Ja. Begleitendes Training im Leben ist sicher gescheiter, ein paar Stiegen runterzugehen und das zu üben oder einfach zu gehen oder einkaufen, zu gehen und zu schauen, was man da alles am Weg findet, als jetzt dann irgendeiner Maschine zu üben, was mit Demenzkranken ohnehin nie funktioniert oder kaum je funktioniert. Nicht die heben lassen, steh auf. Kopf vor. Sehr gut. So. Und setz dich ordentlich hin und tu die Füße über die Zarge. Sonst schreist du. So, kommen Sie zu mir jetzt. Kommen Sie zu mir jetzt. Nein. Geh zu auf deinen Platz, bitte schön. Möchten Sie überhaupt nicht essen? Mittagessen? Oh ja. Na dann, du hast sollen 50 Sie zu mir Grad gehen. Den gleichen Platz. Bitte setz dich dort hin, ja? Emotional, ich habe nie danach gesucht. Ich habe mich nie bei irgendwem ausgewarnt oder ausgejammert, nie. Weder bei meiner Mutter noch bei einer Busenfreundin noch sonst wo. Nein, brauche ich eigentlich gar nicht. Das ist die ungewöhnlichste Angehörige, die ich kenne. Und ich kenne wirklich ein paar hundert. So radikal konstruktiv und auch ein Stück dominant an die Dinge heranzugehen, ist wirklich extrem ungewöhnlich. Das kann man auch nicht verlangen, dass das ohne weiteres imitierbar ist. Und es passt auch genau für dieses Paar und für diese Beziehung. So, interessant, dass die anderen dann sozusagen die anderen Rollen einnehmen von den Pflegekräften, die so ambivalent hinterfragen, möchten sie überhaupt nicht Mittagessen? Das ist eigentlich fast eine Induktivfrage. Nicht unbedingt eine geschickte Frage, weil es alles schwieriger macht eigentlich so. Messe, glaube ich, für und Licht ist für deine Kinder nicht. Ja. Stimmt. Ja. Mahlzeit. Aber bei der Entschlossenheit dieser Gattin stellt dann jemand andere die sonst eigentlich üblichen, ungeschickten Induktivfragen. Gemüse, Fond, sagen die. Also ich gebe so. Thank you.
Und jetzt geht es halt nochmal so gut und jetzt müssen wir uns um sie kümmern. Gell, da? Ich sehe das auch so, ja. Ich bin schon Mama von meinem Mann, meine Schwiegermama. Die hat früher zu unserem Kind geschaut und jetzt schauen wir zu ihr. Wie sie halt selber nochmal zurechtkommt. Wenn ich komme, schläft sie gleich her. Dann umarmt sie mich so, dann schläft sie her und hat mir das. Das hat sie früher ja auch nicht da, oder? Das ist aber ein typisches Zeichen von dem Abbauprozess. Sie verlernt ihre Verstandes, angelernten Verstandesgrenzen, die sie ganz verloren. Sie tut einfach das, was das Bedürfnis hat. Und das Bedürfnis ist einfach Nähe und Geborgenheit haben. Und das kriegt sie auch. Ich meine, man muss natürlich sagen, es können auch zu unseren Kindern alle. Die können alle zugreifen und heben sie und so. Sie kommt am Abend vielmal hinauf und sagt sie, es ist niemand da, ich bin ganz allein. Es sind aber bei mir nur 2, 3 Kinder und ich, aber es ist niemand. Wenn die Männer nicht im Haus sind, sagt sie oft, es ist niemand da. Sag ich, Mama, ich bin ja da, die Kinder sind noch da, aber Männer fehlen. Wenn wir allein sein wollen, hilft nur die Türe abschließen. Dann macht es ein paar Mal so, dann ist es schon vorbei. Männer gehen arbeiten und ich meine, sie kann schon mal eine Stunde so dazwischen alleine sein, aber es ist, also je nachdem, wenn sie einen ruhigen Tag hat, dann geht es, aber wenn sie dann noch einen Tag hat, dann ist das nicht so angenehm. Nicht also angenehm. Dann geht man also ungern weg und denkt dann, oh, was ist jetzt in der Zwischenzeit? Meine Kinder vereinbart haben, ist das, wenn Doma dieselben Geschichten bringt, oder? Also sie hat ja auch so Sprichwörter, die sie immer wieder sieht, oder? So Standardsätze, oder? Dass sie eher nicht sagen sollen, Oma, das hast du schon mal gesehen, oder du siehst dauernd das Gleiche, sondern dass sie das akzeptieren. Aber es gibt Tage, wo sie sagen, Oma, heute nummer. Heute kann ich es nur mal hören. Hinter Hansa hören Husa, habe ich 100 Hasen hören Husa. Ja, genau. Und was ist das? Wenn mancher Mann wüsste, was mancher Mann wäre, gäbe mancher Mann, manchem Mann, manchmal mehr eher. Ich bemühe mich schon selber, zum irgendwie die Wut irgendwie, ja, ist nicht richtig Wut, aber halt das Ärgernis oder so irgendwie zu kontrollieren oder so, dass man auch auf die blöden Fragen praktisch normale Antworten geben kann, auch wenn sie dauernd wiederkommen. Weil wie dann damit umgegangen wird, ist eine zweite Geschichte. Aber wenn man nicht einmal sagen darf oder nicht einmal denken darf, dass es nervt, dann erhöht es ja nur den Druck. Und das ist so, dass Alzheimer-Kranke in schon etwas fortgeschrittenen Stadien alles sehr konkret erleben. Wenn 2 Stock weiter oben in einem Zimmer jemand ist, dann ist zwar dort jemand, aber das ist bereits eine Abstraktion. Konkret ist, was ich angreifen kann, was ich sehen kann, was ich hören kann, was ich spüren kann unmittelbar. Das ist konkret. Auch beispielsweise Fernsehfilme, die wir natürlich als abstrakt im Wesentlichen erkennen, aber wenn man sich sehr in den Film hineinlebt, ja, für den fortgeschrittenen Demenzpatienten wird das konkret. Der Film kommt zu ihm, der wird absolute Wirklichkeit. Nein, du musst es sagen, können jetzt von mir jetzt behaupten, dass man das psychisch fertig macht, die Arbeit mit der Mama und das alles. Man kann reden darüber, man kann einmal ein bisschen fortgehen. Ja, es ist schon fein, wenn man ab und zu hören können von ihr auch. Es ist toll von euch, dass ihr das für mich macht. Und, aber ja, dann denkt man, das ist, ja, das kann sie einfach nicht. Und, ja, ist dann okay so. Auch wenn man nur Schwiegertochter ist, ja, haben auch Gefühle und dann muss ich es einfach sagen, weil sonst habe ich Magen gespürt und nützt ihr auch nichts. Ja. Wir haben wieder einen anderen Bezug zu ihr, weil es unsere Mama ist. Also wie ihr, Schwiegertöchter oder der Schwager, ist ganz was anderes, hat man einen anderen Bezug. Es ist ein Unterschied, ob es wir sind, wir Buben, oder ob es Schwester ist, Christel. Ob das ist auch wieder ein Unterschied. Jeder hat das individuell. Walter sind das total Ignoranten, die netten Herren Söhne. Weil Walter Langmann und Mama kochen noch jeden Sonntag. Mama hat schon lange nicht mehr gekocht. Ja, ja. Wir brauchen da keine Hilfe. Es ist einfach so, wie es ist. Wenn wir drüber reden, lachen wir. Ja, ich glaube, dass das was bringt, wenn wir einfach da das immer wieder erzählen und einander quasi vorjammern. Das ist ja kein Jammer, mich stört das nicht wirklich. Sondern wir stellen es halt fest und lachen drüber. Oder sagen, manchmal lachen wir nicht. Ja, es gibt schon. Also Tag, wo es nur zum Lachen ist. Ja, also, aber es vergeht. Es ist dann nicht so böse. Bis am Abend ist das einmal wieder vorbei. Mir geht es ja oft nicht. Aber wenn man von morgen, wenn sie aufsteht, bis am Abend 10, 11 da ist und sie kommt. Man muss es relativ locker sehen, das Ganze. Trotz allem. Und darf es einfach nicht verrückt machen lassen. Sonst geht's nicht.
die mit dem Patienten weniger zusammen sind, sehen es immer lockerer wie diejenigen, die ganz viel Zeit mit dem Patienten verbringen. Also wirklich sehr von Vorteil, wenn man zu zweit im Haus ist. Also wenn sie alleine haben, ist, also das wäre schon. Das wäre hart. Das war also. Braucht man schon Hilfe. Auswärtig. Also, das sieht man schon. Und was auch sehr viel bringt, dass man am Sonntag abwechselt. Das ist ja super. Also das ist super. Der Sonntag ist einfach, den kann man einfach mal aufschnuffen. Walter war am Anfang nicht gerade so glücklich. Er hat gesagt, was soll ein Sonntag? Ein Sonntag, das bringt nichts. Und ja, hat sich da ein bisschen aufgeregt. Ja, habe ich ihm gesagt, dir bringt der Sonntag nichts, aber mir schon. Statt 4 Sonntage habe ich nur einen im Monat und das bringt mir schon viel. Wir machen die Sonntagseinteilung. Zufällig ist der Geburtstag von der Mama, ist 19. März, Sonntag. Da war der Christel vom Ding her. Da müssen wir halt dann schauen, was wir da machen. Also in der Angehörigenberatung fiel mir da schon ein, dass auch eine Familie, die zahlreich ist, aber halt viele andere Aufgaben auch hat, ja auch eine Unterstützung durch einen Besuchsdienst, durch einen, es muss ja nicht gleich Pflegekraft im herkömmlichen Sinn sein, einfach jemand, wo sich doch über einen Zeitraum X mit jemandem zu Hause beschäftigt oder halt auch einen Spaziergang macht, einen kleinen Ausflug, was auch immer. Das ist ja schon auch recht entlastend, wenn diese Möglichkeit ergriffen wird. Ich höre immer wieder, kann so jetzt nicht mit Sicherheit sagen, dass das in ländlichen Gegenden relativ wenig in Anspruch genommen wird, sogar wenn es vorrätig ist, weil das ist etwas, was man nicht tut. Das hat die Familie sozusagen selber zu bewältigen. Und vor allem die Schwiegertöchter, wenn sie das nicht zusammenbringen, sind es keine guten Schwiegertöchter. Ja, nein, aber da habe ich ganz gut, dass ich auch diese Vorsorgevollmacht, ist was recht gut ist. Aha, Vorsorge. Ja, ja. Ich habe es da kurz beschrieben. Muss ich lesen. Also nicht alles, halt ein Teil von der Frau Sauber und den anderen Teil, was ich aus Internet habe und aus Broschüren. Willst du das mitnehmen? Das habe ich zwar jeder haben. Weißt, aber ist ja egal, gell? Ja, ja? Ich mache alles ganz allein und das geht auf die Dauer nicht. Und jetzt bemühen wir uns eben, dass wir jemanden kriegen. Haben wir die Pflegestufe 3 angesucht, haben sie es uns nicht genehmigt. Ich bin nicht mehr Betroffene. Meine Mutter ist vor 1,5 Jahren verstorben. Habe 11 Jahre meine Mutter gepflegt. Sie war in einem sehr schlechten Stadium zum Schluss. Es war alles zu machen, vom Füttern, Wickeln und mit Sondenkost zum Schluss. Aber es ist relativ gut gegangen, wie ich zum Alzheimer Selbsthilfegruppe gekommen bin, ist mir überhaupt gut gegangen. Diese Alzheimer Angehörigengruppe, Selbsthilfegruppe, also das ist was extrem Wichtiges. Das ist zu fördern, wie es nur irgendwie denkbar ist. Ich denke, man merkt es auch wirklich, dass das lebendig ist, dass das ein Austausch ist, dass auch sehr relevante Probleme einfach angesprochen werden und auch Lösungen untereinander austauscht werden. Es hat ja immer Schwierigkeiten beim Gehen mit dem linken Knie. Und das rechte ist sowieso auch sehr schlecht. Und langsam geht er jetzt auch schon. Also du hast eine Krankheit. Und dann nach dieser Operation, wie er das zweite Mal munter war, jetzt hat er mich nicht mehr erkannt. Auf einmal ist ihm dann ein Licht gegangen, dass ich seine Frau bin. Ich bin alle Tage aufgefahren und auch noch Fässer alle Tage. Aber er hat keine Notiz von mir genommen. Da wurde zum Beispiel gerade gesagt, der hat mich nicht erkannt. Das kann sein nach einer Operation, das kann auch in einer anderen Stresssituation sein, das kann aber auch ganz plötzlich kommen. Wenn Menschen zeitlich und örtlich verwirrt sind oder desorientiert sind, dann hilft es wirklich, wenn man mit jemandem reden kann, der das kennt, der das weiß, wie das ist, wenn man das erste Mal nicht wiedererkannt wird. Das ist ein Schock für den Angehörigen. Da sollten Sie einmal zu einem Vortrag über Validation kommen. Das wird Ihnen viel weiterhelfen. Ja. Mein Mann hat Alzheimer. Ich habe ihn 3 Jahre daheim gepflegt. Dann ist es schon langsam nicht mehr gegangen. 3 Jahre haben wir ihn gepflegt mit der Nachbarin. Und dann natürlich müssen wir das große Haus verkaufen und nach Klagenfurt wandern. Dann habe ich 2 Monate noch daheim gehabt, sind in der Vor- und auf Nacht ist eine Pflegerin gekommen, hat ihn gepflegt.
Aber dann ist er schön langsam. Zwei Monate war er in der Wohnung. Dann ist er schon. Ist er so aggressiv geworden, er hat sich nichts mehr lassen, nichts gefallen lassen. Nicht in die Badewanne steigen, gar nichts mehr, nichts waschen. Ja. Naja, dann haben wir natürlich schnell müssen um heimschauen. Nicht? Es ist auch deutlich, dass der überwiegende Teil in dieser Selbsthilfegruppe, die ja allein schon etwas Neues und Wichtiges ist, dass der überwiegende Teil der Menschen, die da dazugehören, eigentlich relativ schon betagter ist. Also es sind größtenteils Leute über die Lebensmitte hinaus, eben Partner und, oder ältere Kinder vielleicht auch. Und auch das ist, finde ich, sehr charakteristisch und bezeichnend und ist in dieser relativ kurzen Szene, wie gesagt, meiner Meinung nach hervorragend zum Ausdruck gebracht. Sie ist ja eher aggressiv, gell? Ja, sie ist aggressiv, ja, sie ist eigentlich. Aggressiv. Sie ist sonst relativ harmlos, außer dass sie halt Sachen machen will und dann so einiges daneben geht, wo es halt leider daneben geht, dass sie was fallen lässt oder sonst was, ja, gell? Oder dass sie halt Kaffee ausschüttet oder so, gell? Was auch noch angesprochen wird, ist, dass Pflege dann besonders schwierig wird, wenn Verhaltensstörungen da sind, also wenn aggressive Abwehr da ist. Das ist für alle Betreuer, sei es familiäre, sei es professionelle, ist das die größte Schwierigkeit. Und da gibt es auch oft sehr, sehr geschickten Austausch in Angehörigen. Erstens einmal sieht man, dass es ein Zeichen, ein Teil der Erkrankung ist. Sie erleben alle, die das austauschen. Und dann gibt es auch immer wieder durchaus konkrete Tipps, was man dagegen tun könnte. Was erstaunlich ist für mich, es ist kaum denkbar, dass vor 25 Jahren oder vor 30 Jahren, wo ich mit der Gerontologie angefangen habe, dass da schon eine solche Aufklärung in der Bevölkerung gewesen wäre. Meine Mutter, die ist 86 gewesen, jetzt im Februar, ist aber jetzt inzwischen also komplett weggetreten. Gell? Ist, körperlich noch relativ gut beieinander, isst noch recht gut und trinkt, ist noch auf die Füße mit Mithilfe und so halt, aber ist eben, man kann eben noch vom Bett aus mit ihr und noch ein paar Schritte gehen mit ihr und so weiter, ist aber wie gesagt vom Kopf her überhaupt nicht mehr, sie bringt also kaum einmal irgendein Wort außer geschweige denn von irgendeinem Sinn. Ist von den Augen her so, dass sie praktisch blind ist, dass sie nichts sieht. Zu dem Punkt der Sehbehinderung, die ja nicht selten schon vorbestehend ist, ganz was Wichtiges. Es wäre hochgradig sinnvoll, wenn dann eine Staroperation erfolgt, die am Anfang einer Demenzentwicklung zu machen und nicht zu warten, bis jemand mittelgradig oder gar schwer dement ist, weil dann Operationen sowieso alle Formen von Operationen mit höheren Risiken behaftet sind, nämlich mit höheren Verwirrtheitsrisiken nach der Operation. Auch eine Staroperation ist dann schon letztlich ein Risiko. Wenn es irgendwie möglich ist, so früh wie möglich die Last sozusagen auf mehrere Schultern verteilen. Weil wenn man einmal sozusagen am Limit ist, nachher ist es relativ spät mit dem Last verteilen, weil man dann einfach schon derartig fertig ist, dass jeder Tag, den man eben verbringt mit dem Patienten, einfach eine Riesenbelastung ist. Ich habe mir, wenn ich denke, vor 3 Jahren, habe ich gesagt, wenn einmal so weit ist, dass es zum Wickeln ist, nachher tue ich es ins Heim. Dann ist die Sache erledigt für mich, bis dahin mache ich und nachher ist Schluss. Aber das macht so kleine Stufen. Mhm. Dass man sagt, naja, jetzt ist das auch schon wurscht. Dass sowohl Harn- als auch Stuhlinkontinent etwas ist, was für Angehörige auch ein Limit des persönlichen Betreuens sein darf. Ja, das ist legitim. Gibt nicht sehr viele Bemerkungen dazu, was da die Grenze sein darf oder was da Grenzen sind. Aber das ist eine legitime Grenze. Und es gibt Angehörige, die in der Lage sind, diese Grenze zu überschreiten und das auch können. Und es gibt auch solche, die das nicht können. Auch das darf sein. Du kannst niemanden, der damit nicht befasst war oder ist, niemanden erklären, wie aufwendig das ist,
einen Alzheimer-Patienten zu betreuen? Nein, das kann man niemandem. Das kannst niemandem erklären. Mit welchem Umfang das verbunden ist, das ist für jemanden, der das selber nicht gelebt hat, gar nicht nachvollziehbar ist. Das wäre ideal, dass der ganz authent einfach berichtet, wie es wirklich ist. Und nicht allein gelassen, sondern eben von einem Experten oder einer Expertin unterstützt, berichtet, wie aufwendig die Betreuung und Pflege eines Alzheimer-kranken Menschen ist. Unter Umständen wäre das etwas, was regelhafter die Pflegegeldeinstufung wirklichkeitsnah macht.